Hallo Leute und willkommen zurück zu meiner LP. Wieso spreche ich jetzt in diesem amerikanischen Akzent? Ich weiß es nicht, kann es auch gar nicht nachmachen, richtig? Deshalb höre ich jetzt auch wieder auf. Ja, ich hatte auf einmal total spontan Lust, jetzt doch eine weitere Aufnahme zu machen. Und ja, keine Ahnung. Ich wollte einfach Pokémon spielen. Ich hatte das Bedürfnis danach. Ja, beim letzten Mal haben wir unser zweites Teammitglied gefangen, das Vulpix. Und das Vulpix habe ich trainiert bis Level 27. Eigentlich wollte ich es nicht so hoch trainieren. Ja, schimpft mich ruhig, rügt mich dafür. Ja, aber es gab ein kleines Problem. Und zwar, ich hatte ja zwei Vulpix gefangen. Ein Vulpix auf Level 15 und eins auf Level 17. So, das Level 15er Vulpix hatte ich dann hochtrainiert, auf Level 17 habe die beiden dann verglichen. Da gab's schon enorme Unterschiede eigentlich. Erst habe ich gedacht, das Vulpix, was wir ursprünglich auf Level 15 gefangen haben, wäre besser. Aber das war nicht besser, dem war halt nicht so. Weil ich dann ein bisschen nachgeforscht habe, ich konnte es da nicht lassen. Und zwar haben wir hier einen Vulpix. Bericht. Das Wesen ist scheu. Und ich habe mir im Internet angeguckt und scheinbar ist das Wesen scheu perfekt für Vulpix. Und deshalb habe ich mich doch dafür entschieden, dies zu trainieren. Und zwar könnt ihr hier sehen, einmal die Statuswerte. Das hat eine echt krass geile Initiative und einen ganz guten Spezialangriff. Und der richtige Angriff ist für einen Arsch, um es mal genau zu sein. So. Und dann war das Problem eben mit dem Trainieren. Da dieses Vulpix schon auf Level 17 war, konnte es kein Glut mehr, sondern nur noch Irrlicht. Irrlicht ist eine Attacke, die den Gegner nur verbrennt. Es konnte nur, Irrlicht und Ruckzuckhieb und Brüller und Rutenschlag. Konfustrahl hat es dann auch später erst gelernt. Und das war extrem schlecht zu trainieren. Extrem verkackt zu trainieren, um es mal ganz genau zu sagen, weil eben der normale Angriff, worunter halt auch Ruckzuckhieb fällt, wie ihr sehen könnt, ist der richtig schlecht im Gegensatz zum normalen, im Gegensatz zum Spezialangriff. Und Irrlicht war jetzt auch nicht so der Burner dabei und es war wirklich schwer zu trainieren. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon 3 Minuten gelabert und nichts gespielt und wir fangen jetzt einfach an. Ihr wisst, was ich meine und ja, auf jeden Fall haben wir jetzt einen Vulpix ab Level 27, was ich halt so hoch trainiert hatte, weil es so scheiße zu trainieren ist insgesamt. Und wir gehen jetzt einfach in dieses Pokémon-Dingens hier. In die Pokémon-Grabstätte mögen die Seelen der Pokémon im Pokémon-Turm im Frieden ruhen. Also in den Pokémon-Turm gehen wir jetzt einfach hinein. Oh, und diese Musik. Hört sich auch cool an. Ja, jetzt lauf doch nicht als weg, Alter. Ich bete für Pipi. Schluchz. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Okay, der vermisst hier sein Pipi ganz doll. Bist du hier, um dein Mitgefühl auszudrücken? Sei gesegnet. Dankeschön. Fukano, warum hast du mich verlassen? Also Pokémon können ganz offiziell, sie können wirklich sterben. Ich bin eine Exorzistin. Die Geister hier stiften Unruhe. Ja, dann musst du sie vertreiben. Der Pokémon-Turm wurde im Andenken an verblichene Pokémon errichtet. Okay, gehen wir einfach mal rein. So, da wartet jetzt auch schon der Herbert und ich hoffe, dass wir den Herbert besiegen werden. Hallo, was machst du hier? Deine Pokémon sehen ganz fit aus. Naja, nach dem Kampf wird es anders aussehen. Wir haben Angst, nicht? Der Herbert schickt ein Taubogo raus, das ist gut. Wir haben ja ein Feuer-Pokémon hier vorne. Es ist sogar stärker, aber wie gesagt, wir können nicht wirklich gut attackieren. Und deshalb habe ich immer zuerst Konfustrahl gemacht, danach das Irrlicht und dann erst mit Ruckzuckhieb immer angegriffen. Das war echt so das Sinnvollste. Keine Ahnung.
was mir eingefallen ist. Genau, jetzt verletzt er sich nämlich schön selbst in der Zeit, wo wir ihn dann noch verbrennen. Und natürlich, jetzt geht auch noch die Attacke daneben. So, hier, das ist diese coole blau-silberne Flamme, die das Tauboga jetzt verbrennt. Das bedeutet, es kriegt jetzt immer schön abgezogen. Und in der Zeit können wir es jetzt mit unserem Ruckzuck-Hieb attackieren. Und ihr werdet sehen, es bringt so unglaublich viel, der Ruckzuck-Hieb. Seht ihr das? Und deshalb habe ich es so hoch trainiert, weil es ansonsten echt schwach ist. Ja, aber auf Level 29 soll es Flammenwurf erlernen und danach ist es nicht mehr so schwach. Und das ist sehr gut dann, weil Flammenwurf ist... Bäm! Flammenwurf ist einfach nur Bäm. Und ich bekomme schon wieder einen trockenen Hals, wenn ich dann anfange zu reden und muss hier meinen Husten unterdrücken. Das ist schrecklich. Ihr verzeiht es mir sicher gleich, wenn ich einmal kurz, was trinken muss und meinen Hals wieder etwas flutschiger machen muss. Garados, ja, dann möchte ich zum Xatos rüber wechseln. Und in der Zeit, wo ich mit dem kämpfe, trinke ich ganz kurz mal was. Entschuldigt mich ganz kurz, ich werde weiter A drücken. Oha, das hat voll wenig abgezogen. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe jetzt einen kleinen Schluck getrunken. Könnte sein, dass ich das jetzt öfter mal mache, wieso auch nicht. Ich meine, es ist besser, wenn ich ganz kurz mal weg bin und danach besser reden kann, anstatt dass ich, ja, die ganze Zeit so vor mich hinkratze. Und der Xatos erreicht Level 42. Ja, das Vulpix war am Anfang tatsächlich so schwach, dass ich immer erst Vulpix machen musste und musste dann rüber zum Xatos wieder wechseln. Oh mein Gott, das will Rasierblatt erlernen. Ja, endlich. Und dafür vergessen wir Rankenhieb, weil Rankenhieb ist für den Arsch. Mit hier Stärke 35 und hier Rasierblatt 55. Ja, vergessen wir Rankenhieb einfach. Supi hat Rankenhieb vergessen und er lernt Rasierblatt. Auf jeden Fall musste ich das immer austauschen, das Pokémon. Und deshalb, ja, habe ich mich dazu entschlossen, was rede ich hier da? Ich muss das immer austauschen und deshalb hat das liebe Xatos-Viech auch noch ein Level zugenommen, wie ihr gesehen habt. So, das wollte ich sagen. So, schön Konfusstrahl. In der Hoffnung, dass jetzt die Attacken daneben gehen. Oh Gott, ja. Also selbstverletzen meine ich. Und jetzt noch schön verbrennen. Und das geht schon wieder daneben. Mann. Ich glaube, Irrlicht hat halt nur eine Genauigkeit von 75. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, ob ich Irrlicht nicht sogar behalte und Konfusstrahl, weil eigentlich ist das so eine ganz coole Kombination, in Anführungszeichen, wenn es nicht als daneben gehen würde. Troll, lol, lol, Mann. Ist das, glaube ich, eigentlich gar keine so schlechte Kombination, wenn man so ein bisschen mit Taktik... keine Ahnung, weiß ich aber auch noch nicht. Auf jeden Fall lernen wir gleich erstmal... Na toll. Jetzt wechsle ich rüber und dann kann ich... Ach man. Na wenigstens konnten wir es noch verbrennen. So, dann muss jetzt hier Xatos den Rest machen. Gott, und das ist erst sein drittes Pokémon. Mann. Och, Mann, und bestimmt geht jetzt die Attacke von uns auf uns selbst gleich. Oh, nee, zum Glück nicht, ey. Gut, sehr gut. Ja, wie gesagt, ich bin mir bei Vulpix da echt unentschlossen, welche Attacken das dann alles haben wird und haben kann und bla. Wenn ihr Vorschläge habt oder meint, hier, ich weiß es, wie du es am besten machst, dann schreibt es doch einfach mal unten in die Kommentare rein und dann gucke ich mir das an und denke mir entweder so, ja, gute Idee oder nein, keine gute Idee und mach's dann doch so, wie ich das mir denke, dass es gut ist. Oh mein Gott, das ist jetzt natürlich doof.
Machen wir trotzdem einfach Säure drauf und hoffen, dass es jetzt nicht eine starke Feuerattacke macht. Bitte nicht. Oh. Oha. Das sieht nicht gut aus. Das war aber auch jetzt arschlang verwirrt, ey. Oh mein Gott, fast komplett besiegt. Ja, das bringt jetzt nicht viel. Also, Tauboga. Keine Ahnung, was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Tauboga kann, glaube ich, noch Ruckzuck-Hieb. Ja, damit sollten wir es dann auch besiegt haben. Wunderbar. Supi! Tauboga erreicht Level 28. Ist doch auch schön. Und wir haben den Herbert besiegt. Was? Du bist eine harte Nuss. Ich bin es wohl etwas zu locker angegangen. Und wir gewinnen 900 Poké-Dollar, sehr schön. Wie macht sich dein Pokédex-Nervensäge? Wie macht sich dein Pokédex-Nervensäge? Ich habe kürzlich ein Tragosso gefangen. Allerdings habe ich noch kein Knogger. Ich glaube, von diesem Pokémon gibt es nur noch wenige. Also, ich habe viel zu tun. Ich muss weiter. Dann bis später. Ja, tschüss. Wir folgen dem lieben Herrn Herbert und werden erstmal kurz unsere Pokémon heilen. Und danach gibt es in Lavandia auch eigentlich erstmal nicht mehr so viel zu tun. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die ganzen Exorzisten da erstmal besiegen soll. Aber wir werden halt nicht sonderlich weit kommen. Aber ich glaube, ich mache es trotzdem einfach. Dann haben wir hier später nicht mehr so viel zu tun, nachdem wir hier das Sylph-Scope oder wie das heißt, haben. Machen wir einfach jetzt, ist dann auch ein gutes Training für unser Vulpix. Wobei, die haben die ganzen Geist-Pokémon. Nee, ich mach das noch nicht, weil das kann noch kein Flammenwurf. Das heißt, wir könnten mit dem sowieso nicht richtig angreifen. Wenn, also Ruckzuck-Hieb ist ja eine Normalattacke und Normalattacken haben auf Geist-Pokémon keine Wirkung. Deshalb machen wir jetzt erstmal diese Route hier. Und das ist, glaube ich, unser erster Doppelkampf. Cool. Wir überrumpeln dich mit unserer Zwillingskraft. Das ist doch wirklich cool. Ja, unser erster Doppelkampf. Pipi und Pummeluff. Sind die beiden nicht süß? Die Nora und Jo? Wie ist die? Joe? Keine Ahnung. Konfustrahl auf Pummeluff. Und du machst Säure auf. Oh, auf beide. Oh, das ist cool. Oh, das ist sehr cool. Ja, ist Pummeluff schon weg? Das ist ja... Also Säure ist irgendwie gar nicht so schlecht. Egal, jetzt ist das verwirrt erstmal. Und vielleicht hittet es sich ja jetzt selbst. Aber ich glaube, so viel zieht es sowieso nicht ab dann. Nee. Aber jetzt dann beim nächsten Mal hier Säure, dann ist es eh sowieso tot. Und wir haben erfolgreich unseren ersten Doppelkampf bezwungen. Unsere Zwillingskraft. Und wir erhalten 528 Poké-Dollar. Oh, und so von so weit kommt der angeschissen hier. Die Schule macht Spaß, Pokémon zu trainieren, aber auch. Mir hat die Schule nie so viel Spaß gemacht. Also klar, es gab ab und zu mal so, ja, gewisse Fächer. Ich weiß nicht, ob die ja Spaß gemacht. Doch, Kunst hat eigentlich Spaß gemacht. Aber ansonsten bin ich eher nicht so der Schulmensch. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss mal mein Mikro ein bisschen vom Mund wegmachen, so. Jetzt ist, glaube ich, besser. Irrlicht, genau. Jetzt das Irrlicht schön verbrennen. Und dann in 1,5 Leveln lernt es endlich Flammenwurf und dann kann es endlich richtig angreifen. Endlich. Und jetzt müssen wir halt erstmal so komisch kämpfen und das dauert lange und ja, ich weiß. Und deshalb hatte ich schon überlegt, ob ich offscreen einfach bis Level 29 machen soll. Und dann dachte ich mir so, nee, du hast im letzten Part aber gesagt, du bist Level
25 und das solltest du auch irgendwo einhalten. Ich sollte ja allgemein nicht so viele Versprechungen machen, so ich werde demnächst